Hurra, es geht wieder los, nachdem wir gestern einen ziemlich überflüssigen Handelstag absolviert hatten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Ja, man könnte eigentlich sich das Ganze schenken. Könnte sagen, okay, die Amis haben Feiertag, sind nicht am Start, dann lassen wir es eben auch. Oder man sperrt um 11 Uhr zu, denn danach passiert meistens nichts mehr. Danach ist einfach nichts mehr los und dann würde man dem einen oder anderen ein bisschen Freizeit schenken. Das wäre doch sinnvoller, als sich dann den Rest des Tages so dahin zu quälen, wie es auch gestern der Fall war. Was ist gestern passiert? Wir haben auf der einen Seite diese Geschichte mit Griechenland, angeblich, so Schäuble habe der IWF und die Gläubiger sich auf eine gemeinsame Position geeinigt. Aber das Problem an dieser Einigung ist, dass es mit Griechenland so schnell keine Einigung geben wird, einfach deshalb, weil die Griechen erst im Sommer wirklich die Kohle brauchen, auf Deutsch gesagt. Und das andere ist, dass wir hier die Frankreich-Sorgen haben, dass Marine Le Pen in Umfragen hatte zulegen können. Das hat dazu geführt, dass Investoren raus sind aus französischen Anleihen, rein in die sicheren Häfen, in deutsche Anleihen. Ob das sichere Häfen sind, ist eine andere Frage, aber jedenfalls werden sie so wahrgenommen. Das waren die beiden makroökonomischen Themen sozusagen. Heute dann noch oder heute Nacht dann Trump mit einem neuen Sicherheitsberater, der gemäßigter scheint als sein Vorgänger Flynn. Also das ist so das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ansonsten, wie gesagt, hätte man sich das gestern durchaus schenken können. Schauen wir uns mal die Situation in Asien an. Da haben wir den Nikkei, der mehr oder weniger das nachvollzieht, was die europäischen Indizes wie der DAX gestern gemacht haben, plus 0,67%. Wir haben Shanghai mit 0,26% im Plus. Wir haben den Hang Seng Composite in Hongkong, der ins Minus gedreht ist, nachdem HSBC diese Großbankzahlen vorgelegt hat, die nicht so wirklich berauschend waren. Daher dreht hier dieser Index vom Plus ins Minus und wir sehen Australien 0,19% im Minus. Was passiert heute? Was ist heute auf der Agenda? Eigentlich eine ganze Menge. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Herstellung, also Gewerbe und Dienstleistung. Das Ganze dann aus der Eurozone um 11 Uhr. Wir haben dann den Market PMI Dienstleistung, also der Einkaufsmanager-Index Dienstleistung von dem Institut, und wir haben dann einige FED-Sprecher und das wird interessant. Harker, Williams und Kashkari werden heute sprechen. Da wird es dann ein bisschen drauf ankommen. Die Märkte beginnen so langsam sich auf den März jetzt einzustellen für nächste Zinsanhebung. Der Dollar ist stärker geworden heute Nacht, werden wir gleich in den Charts sehen. Und wir haben Zahlen von Home Depot, Newmont Mining für die Freunde des Goldes und Walmart. Das werden die Highlights der Berichtssaison werden. Und da gehen wir doch gleich mal rein in die Charts und gucken uns die Chose an, wie dürfte die Sache heute starten. Erstmal, da sehen wir den DAX, wie er sich gestern präsentiert hat, mit diesem Aufwärtsgap gleich der Aufwärtsschub, aber dann war das Beste schon absolviert gewissermaßen, dann ist man so leicht nach unten getroffen, ohne wirkliche Dynamik, ist dann rausgegangen bei 11.828 auf X-DAX-Basis. Wir dürften um und bei 10 Pünktchen tiefer reinkommen, weil eben in Asien so in den letzten Minuten, in der letzten Stunde die Futures so ein bisschen nach unten gedreht sind. Die US-Futures sehen wir hier beim S&P 500, der praktisch hier getaxt wird wie der S&P Future. Da sind wir jetzt bei 2352. Waren wir gestern schon ein paar Pünktchen höher im Dow Jones, wären wir jetzt bei 20.630 Punkten. 29, da waren wir also gestern schon mal hier in dieser ersten Euphorie ein bisschen höher. Jetzt sind wir tiefer und das, wie gesagt, bedeutet, dass der DAX vielleicht 10 Punkte, so 11.810, 11.815 dürften wir reinkommen nach aktueller Indikation. Was macht der Euro? Der ist schwächer, wie ich vorhin schon sagte, der Dollar, der gewinnt ein bisschen hinzu, 1.0584. Wie gesagt, das ist so ein bisschen die Erwartung, dass im März jetzt schon was passiert. Diese drei Fed-Speaker heute werden daher wichtig werden. Wir sehen Dollar-Yen 113,61 auch nach oben gehend, also hier Dollarstärke. Wir sehen das auch ein Stück weit bei Dollar-Yuan, 86 hier die der Dollar zum Offshore-Yuan in Hongkong. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe, die sich deutlich erholt hat von diesen Verlusten, Kursverlusten. Die Rendite also geht wieder tendenziell nach unten, wie wir hier an dieser Bewegung sehen. Wenn die Kurse steigen, fallen die Renditen. Wir sehen das, was gestern die Märkte wirklich ausgemacht hat, das war diese Differenz zwischen deutschen Anleihen, die 10-jährige und die 10-jährige französische Anleihe, auseinanderdriften von Risikoprämien. Man sagt sich, aha,
Wir haben zwar eine EZB in der Hinterhand, aber irgendwie ist Frankreich doch riskanter angesichts der Wahlen jetzt. Im April, so richtig spannend wird es dann erst am 7. Mai bei der Stichwahl, wo wahrscheinlich Le Pen dann mit dabei sein wird. Wir sehen den Goldpreis bei 1233 wenig verändert, ebenso Silber knapp an der 18er Marke. Und das ist die Situation derzeit. Wir werden sicherlich heute wieder diese Geschichte Unilever und Kraft heute haben. Kraft dürfte heute auf die Mütze kriegen. Das scheint klar, nachdem die Fusion ja abgesagt ist. Das war auch noch eines der großen Themen gestern. Ansonsten war es ruhig. Und jetzt geht's wieder los. Wir freuen uns und ich wünsche einen guten Start in diesen Tag. Bis dann. Ciao.